Kias, willkommen zurück zu Super Mario 64 Last Impact. Wir machen jetzt weiter mit Dusky Doomsdale und craften uns einen Stern. Minecraft in Super Mario. Super Mario in Minecraft. Ohne Witz. Das gibt alle Klicks, wenn ich das in meiner Videobeschreibung einfüge. Ich werde schwach. Kann ich es schaffen, meine Hand von der Tastatur zu nehmen? Ich muss es tun, sonst kann ich ja nicht diesen Stern holen. Ich kann Super Mario 64 nicht mit einem Controller spielen. Ich brauche dazu beide Hände. Okay? Also reiß dich zusammen, Mann! Fürs Videobeschreibung erstellen ist immer noch genug Zeit. Hallo. So, jetzt mal ein bisschen serious shit, real rap. Wir müssen uns echt einen Stern craften, ja? Also, wenn das mal nicht die Super Mario, wenn das mal keine Minecraft-Elemente in Super Mario sind, dann weiß ich aber auch nicht, ja? Hallo, ich bin der Schmied, ja? Ich habe ein spezielles eine spezielle Schulung hinter mich gebracht und weiß, wie man Powersterne craftet. Wir brauchen dafür Gold, ein Diamantenkristall und eine Power Flower. Wo auch immer die ist. Wo auch immer die sein mag, aber wir werden sie finden. Ja? Wir wissen ja schon so ungefähr, wo sich die anderen Sachen aufhalten. Also Gold war ja ganz klar oben auf dem Kirchturm, ja. Aber der Diamant ist natürlich noch die entscheidendere Frage. Wo wird der sein? Das wissen wir natürlich auch schon, weil wir im letzten Part ein bisschen vorgearbeitet haben, weil wir die Münzen gesucht haben. War vielleicht gar keine schlechte Idee, ne? Wenn man das mal so bedenken tutet. Jetzt haben wir uns quasi, ich sag mal, so gut wie alles angeschaut, ja. Und wissen voll Bescheid. Zack, der Diamant. Dann fehlt nur noch die Blume. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel Diamant und Blume und Gold immer am gleichen Platz sind. Ich glaube, das hat der Case schon relativ gut aufgeteilt, ja. Da müssen wir ein bisschen spezieller schauen, wo hier etwas sein könnte. Und ich sehe wieder gar nichts, weil es hier so dunkel ist. Alter Falter. Könnte man echt schreien, ey. Ganz ehrlich. Ich könnte echt schreien. Ah! Es ist so dunkel. Nee, es ist echt zum Heulen. Und ich glaube, ich mache das hier alles gerade für die Katz, oder? Dass ich hier so rumrenne. Schade. Ich dachte, das wären Powerblumen gewesen, ja. Leider waren sie es nicht. Das ist schade. Ja. Aber... was will man machen? Wo könnte diese Blume sein? Hier habe ich mich ja auch schon so weit umgeschaut. Ne? Hier war ja auch nichts. Okay, aber warum auch immer jetzt gerade hier so ein Musikwechsel kommt, aber es ist gut. Aber ist es auch schön? Ja. Garantiert nicht. Ich denke mal, dass die Blume vielleicht hier ist. Und wenn nicht, dann wird die oben beim Affen sein, der da ständig am Rumschreien ist. Ist echt nicht normal. Das verdammte Organ von dem, ja? Könnte man wegklatschen. Theoretisch. Ja? Könnte ich irgendeinem Tod den Kopf abreißen und sagen, hier hast du eine Powerblume, mein Freund. Könnte man machen, wäre aber moralisch sehr, sehr verwerflich, ja. Kann man so sagen. Mein kleiner Freund, weißt du vielleicht, wo eine Powerblume ist? Blabla! Ja, dieser Pfad führt dich zur Powerblume, ja, guten Tag. Ich habe jetzt keine Zeit zum Lesen, wir müssen Sterne kriegen. Ich bin schon so im Verzug hier. Kleiner junger Spund. Und wie zum Teufel kann ich hier an diesen verdammten Felsen vorbeikommen? Guck mal an, wie dick die sind, Alter. Die sind so dick, Mann. Und vor allem die Kamera. Die Kamera ist wieder heute oberste Sahne. Wisst ihr was? Ist mir so egal, ich gehe den Weg hier. Juckt mich noch nicht! Ich habe doch keinen Bock, mich auf einen Weg zu begeben, der Platz hat für gar nichts mehr, wenn da diese fetten Felsen vorbeikommen. Habe ich keinen Bock drauf. Sage ich euch ganz ehrlich. Damit will ich mich jetzt nicht auseinandersetzen mit. Vielleicht muss ich das aber auch tun. Ja, das kann sehr gut sein.
Warum rede ich gerade wie Professor Snape? Ich habe keine Ahnung. Nee, aber, Junger Spund. Verschwinde. Aber ihr seht doch, guck mal, wie dick der Pfad ist. Wie willst du hier denn auf normalem Wege durchkommen? Das geht doch gar nicht. Wenn du nach oben willst, bist du ja so richtig im, naja, im Eimer, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Ich hätte es auch vulgär sagen können, aber das hätte es, naja, umso schlimmer gemacht. So, mein kleiner Freund. Mein kleiner Freund! Ich sehe, dass du die ganzen Sachen gecraftet hast. Willst du, dass ich dir einen Powerstern crafte nun? Ja, danke. Wie cool das ist. Guckt euch mal an. Das ist so mit Liebe gemacht. Wie die Blume reingefeuert wird. Das Gold, der Diamant. Und wie der Totter werkelt. Und jetzt ist der Stern fertig. So cool, Alter. Ha. Danke, Tod. Du hast was gut bei mir. Bla bla. Gib mir Klicks. Ach, Germi, du bist es. Crafte einen Stern. Das war natürlich das vorgesehene Ziel. Das haben wir erreicht. Ich bin beeindruckt. Free the Witch. Free the Witch. Hier ist irgendwo eine Hexe. Krass, krass. Ist der Totter eine Hexe? Hallo? Ich kann nicht zuschauen, aber es muss getan werden. Das ist der einzige Weg, wie wir Frieden schließen können nun. Warte mal kurz. Bist du eine Hexe? Hey du, du siehst wie eine nice Person aus. Die Leute denken, dass ich eine böse Hexe bin, die dieses Dorf zerstören würde, aber ich bin es nicht. Ich könnte eine Hexe sein, aber all diese Buhus oder all diese Buhus. Das Gold, das verschwindet und die verärgerten Affen sind nicht meine Schuld. Sie denken, dass ich dafür verantwortlich bin, dass der Meteorit nach unten stürzt. Naja. Und natürlich die verrückten Affen. Ich bin eine gute Person. Kannst du meinen Zauberstab herbekommen? Es sollte in meinem Haus rumliegen, welcher auf dem Tisch liegt. Gib ihn mir und ja, ich habe was Magisches für dich. Willst du mir einen Ring um die Augen zaubern? Dafür brauchst du keinen Zauberstab. Du kannst mir auch so einen reinklatschen. Ja. So, wo soll das Haus denn sein? Es könnte ja theoretisch jedes Haus hier sein, oder nicht? Aber wenn es nichts mehr ist, dann holen wir den Zauberstab. Da ist er ja schon. Cool, ey. Also richtig cool, dass das Case die Sachen einbaut, die für diese Quest erforderlich sind, so. Ne, es ist halt hier nicht so, lauf vom einem Stern zum nächsten, sondern du musst erstmal Sachen erledigen. Das ist cool. Ja, nach all dem Hate muss man jetzt aber, was heißt Hate? Nach all dieser Kritik muss man aber erstmal wieder was Gutes sagen, ja. Du hast ihn für mich gefunden. Jetzt habe ich meinen Zauberstab zurück und dann werde ich dieses Dorf übernehmen. Mit diesen zwei Sternen ist meine Stärke unlimitiert, unendlich. Du wirst für das bezahlen, was du mir angetan hast. Ich werde wiederkommen und diesen Stern mitnehmen. Ein Stern gibt mir genug Kraft, um dieses Dorf zu übernehmen. Also bei. Also bei. Okay, das war einfach ein Karmic. War das gut? Haben wir da Scheiße gebaut, dezent? Wahrscheinlich. Escape the prison. Stopp, 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 stopp. Du bist für folgende Lasten verurteilt worden. Erstens, Gold stehlen. Das, für die Götter auf, das für die Götter vorbehalten war. Zweitens, die Hexe befreien. Und so weiter und so fort. Und solltest du es wagen, hier rauszukommen, klatschen wir dich weg. Und ich habe von... Diese Musik. Es ist die Wind Waker-Musik. So cool. Ich habe von einigen gehört. Also ich habe schon in den Kommentarbereichen gelesen. Ja, du wirst hier ausrasten und sonst was. Werden wir sehen. Ich finde die Idee schon mal ganz cool. Lieber kleiner Freund. Yo, ist das nicht der legendäre Mario? Warum bist du in einem Gefängnis drin? Was mache ich denn eigentlich hier? Naja, das Essen ist frei. Das Essen ist kostenlos. Die Getränke sind kostenlos. Ha, ich kann drinnen schlafen.
Ich habe ein Dach über dem Kopf. Oh ja, du kannst hier jederzeit raus. Du bist echt ein guter Typi. Ha, du würdest sowieso nicht in ein Loch meines Kalibers passen. Aber glücklicherweise haben wir dich schon ein Loch gegraben. Und jetzt kannst du dich auch mal von hier verpissen. Das ist meine Zelle. Hey, nicht so gemein, Fräulein. Okay, und das wird extrem cool, habe ich das Gefühl. Es wird... Das kann echt eine geile Quest werden, wenn man sie richtig verpackt hat. Also da ist ja, wie wir sehen können, eine... Ja... Bob-Omb. Ja. Er bewegt sich hin und her. Und ich habe auch schon gelesen, also... Man hat mich da gespoilert. Das finde ich ein bisschen doof, ne? Dass man mich da echt gespoilert hat. Aber man hat geschrieben, dass, ich sag mal... Man direkt ein Leben verliert, wenn man erwischt wird. Man wird direkt getötet. Und jetzt frage ich mich... habe ich jetzt gerade den ganzen Weg zugebaut? Möglicherweise. Erstmal mit Wangensprüngen probieren. Dirty Dingsy. Bevor ich jetzt meckere, aber die Kamera... Ist wieder extrem cool. Okay, ich muss dahin. Aber ich kann auch gleich direkt sterben. Das ist auch cool. Wunderbar. Ich will mich jetzt hier nicht mit Safe States fortarbeiten, ne? Und da hinten ist anscheinend schon der Ausgang. Das sieht man ja direkt schon. Ich will mich jetzt hier nicht mit Safe States fortarbeiten und so, aber... Okay. Aber... Oh, da ist direkt ein Wachmann. Stopp, 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 stopp. Okay, das ist krass. Die gehen falsch. Ist aber schon eine geile Idee, muss ich sagen. So, man wird hier verurteilt wegen Sachen, die man getan haben soll und die halt total, ich sag mal, die gar nicht klar geht, ja. Das ist eine geile Sache. Ganz ehrlich. Ich glaube übrigens, man soll die Kisten gar nicht kaputt machen, oder? Ich weiß es doch nicht! Ich will doch einfach nur hier hoch. Warum muss die Kamera denn hier so doof sein? Oh. Jungs und Mädels. Heute ist doch Live-Eriksson-Tag. Also entspannt euch mal ein bisschen. Oh, bitte, Mario, mach doch keinen Müll. Ich hab's dir gerade eben schon mal gesagt. Heute ist Live-Eriksson-Tag. Hinka-Dinka-Dorgi. Einfach nur... Spring doch einfach nur gegen die Wand. Mehr will ich doch von dir gar nicht. Und ich hab eigentlich schon direkt verkackt. Weil wenn ich hier schon die Leben verliere, dann ist ja schon alles am Arsch. Ich kann nichts machen, wenn ich gegen die Wand knalle. Dann kann ich mich nicht mehr retten. Ich würde vorschlagen, dass ich hier ein Safe State mache. Weil... Ist einfach unnötig. Jedes Mal hochzuspringen. Ich kann es ja eigentlich. Aber die Kamera. Die Kamera. Ah, da merkt man schon wieder ein bisschen, wie ich mich aufrege, ne? Wegen der Kamera. Ja, seht ihr? Ich kann da nichts für. Ich kann dagegen nichts machen. Wenn die Kamera so ein Müll ist, so ein Müllhaufen ist, so ein laufender Müllhaufen ist, dann kann ich da nichts gegen machen. Ist nicht meine Schuld, dass ich hier sterbe. Das ist die Schuld der Kamera. Die Kamera, wer hat gemacht? Wer könnte das gewesen sein? Wer hat an diesem Hack hier gearbeitet? Gute Frage. Wer kann das nur gewesen sein? Wer muss auf die blendende Idee gekommen sein, diese Kameraposition zu machen? Keine Ahnung. Die sich jedes Mal mitbewegt. Aber okay. So, ich mache jetzt übrigens ein Safe State, ne? Dass wir uns da richtig verstehen. Ich meine, das wahre Problem kommt auch erst jetzt. Also sollte man nicht rumholen, wenn ich jetzt hier ein Safe State mache. Und oh mein Gott, diese Kamera. Okay, da kommt der Typ vorbei. Ich laufe jetzt mal an dem durch. Versuche nach oben zu laufen. Hat das geklappt? Hat das gemundet? War das so vorgesehen? Sollte man das so machen? Ich glaube nicht, dass man das so machen sollte. Aber die Kisten sind einfach kaputt gegangen. Kann ich nichts gegen machen. Ja.
konnte ich nichts gegen machen. Wenn das das Ziel war... Kann ich nicht einfach hier drauf gehen? Die sehen mich doch sowieso nicht, wenn ich hier drauf gehe. Was ist da? Ah, da ist ja der, da ist, das Gefängnis. Okay, da haben wir ein bisschen Orientierung gefunden, sage ich jetzt mal. Trotzdem, hier muss doch irgendwas sein. Oder ist es nur zum Verstecken da? Ach du Scheiße. Ich meine, ich weiß jetzt sowieso nicht, warum Mario nicht einfach wegrennt. Warum... Ne, versteht ihr, wie ich meine? Mach doch bitte einen Wandsprung. Er macht keinen Wandsprung. Wenn ich mich zu nah an die Kiste stelle, dann wird er direkt die Kiste kaputt gemacht. Das ist nämlich auch extrem cool, muss ich sagen. So, komme ich da jetzt mit einem Sprung hoch? Theoretisch ja. Wenn Wandsprung klappen tut. Aber ich muss aufpassen, dass mich dieser... die Wache nicht sieht. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob das hier der richtige Weg ist. Abgesehen davon. Oh mein Gott. Alter. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen, bitte? Das geht doch gar nicht. Was ist denn das jetzt? Ich geh da hoch. Und werde direkt erwischt. Was ist denn das für ein Weg? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Wo ist der Sinn? Gibt's da einen Sinn? Oder ist es nur, um die Leute zu verarschen, die da hochgehen? Wahrscheinlich, ne? Kann man stark von ausgehen wie Kerzen. Ah, man muss da hoch. Okay, es gibt keinen anderen Weg. Alles klar. Cool, cool. Ne, der Weg war ja... Okay. Der Weg war ja richtig. Ich bin ja den richtigen Weg dann anscheinend gegangen. Aber ich... Naja. Bin runtergefallen. Obwohl ich da nicht viel für konnte. Die sind aber extrem intelligent, Alter. Muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem, die Kamera ist wieder so das, was mich hier am meisten stört. Ich würde sogar sagen, die Kamera ist... der größte Kritikpunkt am ganzen Spiel. Weil was bringt dir eine gute Innovation? Ja gut, Innovationen sind ja auch eine so eine Sache gewesen, ne? Die ich ein bisschen kritisch beäugt habe. Aber, liebe Freunde. Das Problem ist schlicht und ergreifend, ich komme da aber auch nicht hoch, ne? Ja, und dann ist natürlich wieder hier so das Problem, ne? Wenn man alles, ja, genau. Genau das. Genau das. Das kann ich eigentlich schon wieder aufgeben, weil diese Kisten einfach zu schnell kaputt gehen. Warum hat man denn Kisten genommen? Warum hat man nicht irgendwie normale Scheißdinger, ne? Keine Ahnung. Hätte man nicht irgendwie so diese fetten Plattformen nutzen können? Nicht? Warum denn nicht? Muss es diese Plattform sein? War das nötig? Musste man das machen? Anscheinend schon. Vielleicht komme ich auch mit so einem Sprung hoch, wenn ich darf. Dankeschön. Kannst du direkt schon wieder vergessen. Ah... Ne, es mangelt wieder mal ein bisschen an der Performance hier. Ich finde jetzt nicht, dass ich was dafür kann, dass ich hier die Kisten kaputt mache. Ich meine, wenn du da nur auf engstem Raum deine Seitwärtssprünge machen kannst, deine Wandsprünge machen kannst und immer die Gefahr besteht, dass die Kisten kaputt gehen, was ich jetzt nicht als Kunst empfinde. Dankeschön. Kann ich auch wenig gegen machen. Ich kann doch nicht von unten aus sehen, dass er da rumspaziert. Auch ein bisschen schlecht gemacht, muss ich sagen. Ne? Ha, dann merkt man wieder das Salz, das in der Wunde fließt, ne? Oder das man in die Wunde streut. Aber es ist doch ganz ehrlich wahr. Weißt du, der Bob-Omb, der da so runterspringt wie, ich hasse es. Es geht einfach nicht. Du kannst hier nicht. Du kannst nicht, es geht nicht. Es ist zum Heulen. Ich kann da nichts gegen machen. Es ist wirklich zum Kotzen. Ne, also es hapert hier immer so an der Umsetzung. Das ist das Problem. Das habe ich auch schon mal... Das habe ich im letzten Part doch ausführlich besprochen. Und hier sieht man es mal wieder ganz klar. Ne, dass die Umsetzung mal wieder extrem gehapert hat. Okay, aus der Perspektive geht das ja ein bisschen. Das ist mir zu nah dran. Ne, hier kommt wieder eins und eins zusammen. Hier können wir wieder eins und eins zusammenzählen, die Kamera. Warum?
Warum die Kamera? Warum muss sie so drauf sein? Warum muss man die Kamera so verscherbeln? In diesem Hack. Ne? Ganz ehrlich. Kannst du bitte da drauf gehen? Ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da echt nichts. Ich kann da nichts für. Wie soll ich denn? Okay, das geht trotzdem. Aber trotzdem. Ich kann nichts dafür, dass die Kisten kaputt gehen. Da kann ich nichts gegen machen. Ne? So einfach ist das. YOLO-Aktion! Trotzdem, wie komme ich jetzt da? Werde ich ja wieder erwischt. Oder? Nur wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, warum ich gerade eben erwischt worden bin. Na, dankeschön. Wow, vielen, vielen Dank. Bestes Spiel. Nee, keine Ahnung, was soll man da machen? Ich meine, du siehst ja generell schon wenig, wenn du da hochläufst. Und so mit Vollspeed an dem Bob-Omb vorbeispringst. Du siehst ja nichts, du siehst nichts. Was sollst du da sehen? Ich mache hier direkt den nächsten Safe-Set. Es tut mir leid, ne? Ich wollte eigentlich gar keine nutzen, aber wenn es mich so hart abnervt, so ist, dass es hier nichts mehr mit Können zu tun hat, sondern viel eher mit weiß der Geier was, dann habe ich da schlicht und ergreifend keinen Bock drauf, ja? Wisst ihr Bescheid. Ne, ich bin jetzt mal bequem. Wir können uns auch diese ganze Scheiße ersparen und in 5 Minuten beim Stern ankommen und nicht erst in 30, weil ich ohne Safe-Sets gespielt habe. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin noch nicht behindert. So sehe ich nicht aus. Ich habe Besseres zu tun in meinem Tag, als den lieben langen Tag, dafür zu sorgen, dass ich hier ohne Safe-Sets durchkomme. Guck mal, er kann einfach nichts machen. Wenn man hier hängt, kann er eigentlich verurteilen. Aha! Hopfadi. Ne, der Stern ist okay, aber wieder mal Mittelmaß, weil hier wieder nichts funktioniert. Das ist echt wieder so zum Heulen. So, und jetzt will ich gucken. Ich weiß es. Muss man leise sein? Darf man nicht zu laut sein? Wie ist das? Wie verhält sich das denn? Ich habe keine Ahnung. Komm schon, geh aufs Fass. Natürlich rutscht er da runter. Cool. Schön. So muss das sein. Also der Stern hier hat nichts im Entferntesten mit... Das kannst du beim ersten Mal schaffen zu tun. Du musst dir das 30.000 Mal angucken. Und das ist das, was mich hier so ein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott, sie haben mich nicht gesehen. Sie werden mich aber sehen. Habt ihr gesehen, da oben war ein Gitter. Das sieht man aber auch erst beim dritten, vierten Mal. Na? So einfach ist das. Ist da ein Loch? Das ist ein Loch. Okay, komm, chillig. Rein da. Okay, komm. Lass starten. Ne, ich will damit sagen, es hapert wieder mal unter Umsetzung. So, man hat wieder nicht an die Kamera gedacht und dass die Kamera wieder extremer Müll ist und so. Ne, und ich kann auch nichts dafür. Wenn ich das Gefühl habe, dass der Stern halt Müll ist, dann ist er halt irgendwie ein bisschen Müll. Ne? Muss ich nicht mehr erklären. Ich sag's doch immer wieder. Idee, cool. Umsetzung, ja. Hätte man wieder ein bisschen besser machen können. Wenn man die richtige Kameraperspektive genutzt hätte. Kommt der runtergerannt? Nee. Aber das Spiel hätte deutlich mehr Potenzial, wenn die Kamera und wenn generell alles an der Umsetzung ein bisschen besser gewesen wäre, ne? Aber okay. Was willst du machen? So ist das Leben, ne? Ich laufe jetzt mal da lang, weil ich gucken will, was ist denn da? Da ist der Ausgang. Cool. Ja, war ja doch nicht so lang, aber trotzdem. Es war ein Jahr. Wieder mal ein Jahr. Ganz ehrlich. Idee hat er gut gemacht. Hat er sich gute Gedanken zugemacht. Musik hat gepasst. Aber wenn es schon am Wandsprung scheitert, wenn es schon an den Kisten scheitert, wenn es an der Kamera scheitert, dann, ne? Weißt du Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.